Ein Fluch. Das ist es bestimmt. Ich muss aus dieser Stadt verschwinden. Irgnir, reißt euch zusammen. Es sind doch nur Träume. Sagt es ihr, Erandur. Hört auf euren Freund, Fruki. Das sind nur Träume. Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Glaubt ihr, das ist normal? Das ist eine ganz üble Sache. Erandur, sie hat gar nicht so Unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Aber es muss sich um ein Omen handeln. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden. In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben und auf Lady Mara vertrauen. Das werde ich. Danke. Diese Träume sind real, das sag ich euch. Real. Welche Träume? Nein, 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 nein. Fruki. Lady Mara wird uns vor diesen Albträumen retten. Ihr werdet schon sehen. Ja. Ich arbeite in der Mine. Ich will keinen Ärger. Hey, Erandur. Was beunruhigt euch, mein Sohn? Ich will wissen, was hier los ist. Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Und was kann man dagegen machen? Ich meine, Träume sind nicht echt und so, und von wegen nur Träume und... Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Und wie ist der Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Tja, mit zurückkehren meinst du, du bist dort gewesen, oder wie? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Naja, ich weiß nicht, du führst irgendwas im Schilde, Freundchen. Eure Bedenken sind verständlich. Vertrauen ist in letzter Zeit rar gesät. Ich kann euch nur mein Wort als Priester von Mara geben, dass meine Absichten ehrenhaft sind. Nun gut, was kann ich machen? Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Wie, jetzt gleich? Erzähl mal noch ein bisschen was über diese Vermina. Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Ah ja, und was macht sie mit den Erinnerungen? Wer weiß das schon? Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Wie auch immer, ihre Absichten sind alles andere als gut. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Folgt mir. Aber ich wollte mich doch hier erst noch umsehen, Junge. Du kannst mich doch nicht einfach... Ich bin doch gerade erst hier angekommen und schon... Ach. Leute, mitkommen. Der Typ ist weg, kann das sein? Nein, nicht wirklich. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr.
Euer Horik trägt seine alte Armeerüstung. Was soll ich denn davon halten? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns treu gehalten. Und wir sind der Too much skooma back in the day. Forgive me if I... Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, wie ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Ihr redet nicht gern über euch, nicht wahr, Horik? Ihr seid jetzt schon fast 30 Jahre an meiner Seite. Und ich wundere mich immer wieder, wie wenig ich euch eigentlich kenne. Was gibt es da schon zu sagen? Ich wurde auf einem Bauernhof geboren, trat in die Armee ein, als ich volljährig war, und seither diene ich euch. Was ist mit eurer Familie? Es muss doch jemanden gegeben haben, der auf dem Hof auf euch wartet und sich fragt, ob ihr je wieder zurückkehrt. Das muss ich verneinen. Meine Eltern starben, als ich noch klein war. Seitdem seid ihr und die Armee die einzige Familie, die mir geblieben ist. Ich verstehe. Ihr seid ein guter Soldat, Horik. Tut mir leid, wenn ich zu neugierig war. Nein, es ist einfach nicht viel dabei. Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch. Ich habe da gerade so einen Streit mitbekommen. Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Ja, wahrscheinlich. Passt auf euch auf. Behaltet eure Hände bei euch, wenn der Legat in der Nähe ist. Du schweigende Wache. Bei den Göttern, ich bin müde. Das Kaiserreich wird Dämmerstern niemals einnehmen, solange es hier Männer, Frauen und Kinder gibt, deren Herz noch schlägt. Bei allem Respekt, Jarl. Ihr könnt nicht von den Leuten erwarten, sich ausgebildeten Soldaten entgegenzustellen. Das Kämpfen sollten wir den Sturmmänteln überlassen. Ihr habt recht. Wieso den Ruhm dadurch schmälern, dass zu viele um ihn kämpfen? Lasst uns das Kaiserreich fortjagen und als Helden gefeiert werden, wenn wir siegen. Wenn wir gewinnen, dieser Krieg wird sich noch über Jahre hinwegziehen. Ich spüre es. Wir müssen uns auf einen langen Kampf vorbereiten. Ich habe genug von euren düsteren Prophezeiungen. Wir werden uns ein andermal darüber unterhalten. Hey Jod, hast du ein bisschen Salz? Der Jarl ist müde. Denk daran. Du bist müde, alter Geier, ja? Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung für euch. Hier ist eine Lieferung von Eri. Was ist das? Ach ja, stimmt. Die Balken aus Angas Mühle. Ehrlich, diese Eri und ihre Männer würden gute Sturmmantelrekruten abgeben. Leider können wir das Holz nicht entbehren, sonst würden wir sie einziehen. Hier, nehmt das. Eure Mühen und so weiter. Na, immerhin. Seid ihr denn noch Drachenangriffe vorbereitet? Die Drachen greifen nur an, weil Talos wütend auf uns ist, denn wir haben uns von ihm abgewendet. Sobald wir das Kaiserreich aus Himmelsrand vertreiben, werden die Drachen verschwinden. Denkt an meine Worte. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Ja, halt die Klappe, ich muss gerade auch gegen diese Musik anschreien! Edge, angetäuscht. Skald, ich hätte eine Bitte, wenn ihr erlaubt. Ihr hättet eine Bitte an mich, Bulfreak. Das verspricht Interessant. Was? Nun, ich habe mir gedacht, da gerade Krieg ist, könnte ich doch in die Armee eintreten. Gegen das Kaiservolk kämpfen. Ein Diener? Den Sturmmänteln beitreten.
Ulfric, deshalb schätze ich eure Gesellschaft. Ihr seid immer für einen Lacher gut. Ja, mein Herr, das bin ich. Der tollpatschige Bedienstete. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Die Leute hier wirken etwas unfreundlich. Auch nur so ein bisschen. So, wo ist jetzt dieser Penner mit seiner Kapuze hin? Ich bin Abgestellter von Mara. Wir müssen diese verdammte Bedrohung aufhalten. Geh ich halt wieder rein in diesen Pub hier. Dieses Lied ist hier besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Großreden schwang er, die Klinge gezückt, er prallte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr er sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihm trat. Ihr prallt und ihr lügt und trinkt all unseren Mist. Nun lasst uns das sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgt es schnell hieb auf hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erwurstet sich nimmermehr. Braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Gerüchte? Jeder in der Stadt kennt die schwarze Tür und weiß, dass man sich nicht in ihre Nähe begibt. Schwarze Tür, so. Ich beneide euch, Reisende. Wer nicht von hier ist, dem können die Träume nichts anhaben. Ja, sing mal. Gewiss, was kann ich für euch tun? Was kannst du denn? Ja. Drachenblutnaht, bitte, danke. Dies hier ist einst meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. So, ich glaube, der Typ ist jetzt hinten rausgegangen. Also können wir ihm jetzt folgen. Hier drüben! Jemand muss etwas unternehmen. Was zum... Bis zum letzten Anschluss. Und? Gefällt dir das schon alles? Kann das nicht leichter aussehen. Genug. Seid ihr zum Sterben bereit? Keine Bewegung. Was? Wenn das so ist. Meine Güte, nur weil ich aus Versehen mal einen von euren Deppen schlage. Zeit für eure letzte Ruhe. Ich werde euch töten. Banditenanführer offenbar. Alter Falter. Krasses Ding, nehme ich mit. Ich bin sowieso zu schwer im Moment.
Ich gebe euch Deckung. Ja. Tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Vielleicht nimmst du ja dieses wunderschöne Stück an dich. Fände ich echt geil. Also erstmal, ja, hier das Chitin-Schild ist Bombe. Ah, jetzt bist du voll. Schade. My homeland is too warm. Geht ihr voran. This is nice. Everything okay? What is yours is mine. Du bist noch nicht voll, oder? Das wäre jetzt langsam echt ätzend.